Und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Jo, wir sind jetzt im Schiffsinneren. Aber... Alter, was macht der? Fuck. Ach, da geht's wieder raus. Geil. Wieso läuft er einmal langsam und einmal schnell, wenn ich... Warte mal. Ich laufe langsam. Ich drücke immer nur den Knopf. Ach so. Zweimal drücken ist also schnell. Wenn ich einmal drücke, läuft er so. Alles klar. Oder nicht ums Eck lunzen? Hallo? Sneak. You're there. Nein. Ah ja. Ach, der ist da draußen. Der läuft nur hin und her, ne? Was ist ein ungünstiger Zeitpunkt? Wie lädt man eigentlich nach? Wie kann ich eigentlich nachladen? Ach, egal. Wenn es ausgerüstet ist, dann... Hallo, machst du das mal auf? Ich stehe mit Krabbel an. Oh, schuh! Voll am Rumjumpen. Hallo? Mach die Tür auf. Ja. Snake. Oh. Die Taste habe ich doch schon gedrückt. Doppelt drücken oder was? Oder gedrückt halten. Und tschüss. Alles klar. Wir müssen nämlich alles durchsuchen. Hier kann überall was drin sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ne? Auf jeden Fall müssen wir in dem Schiff hier die... Ja, so Fotos von Metal Gear machen. Momentan sieht aber immer noch alles so aus, wie als wären wir auf einem ganz normalen Kackschiff. Oh, was war denn da? M9. Wir haben doch die M9, oder? Jo. Scheiße, wir haben nur noch 19 Schuss mit dem Ding. Oh Gott. Okay, genug rumgegurkt. Hoffentlich kommt er jetzt nicht bis vor, ey. Tschüss, Mann. Ja? Volles Gesicht. Wir müssen ja richtig leise sein, Leute. Dann lasse ich natürlich hier nicht liegen. Jetzt zeige ich euch mal einen Trick, wie man die Typen auch noch verstecken kann. Ich meine, irgendwo in der Treppe legen ist eh immer gut. Aber das kann man auch was anderes machen, ne? Jetzt gucken wir erstmal, ob der was fallen lässt. Nö. Muss ich das vorher aufmachen? Wahrscheinlich schon, ne? So. Mal da rein und tschüss, Mann. Der wird sich dann wundern, wieso er in einem Schrank pennt, aber ist mir egal. Naja.
Deck A, Cruise Launch, Starboard. Zwei Chippies, einer da. Hey, ich will auch so rumgucken können. Alter. Irgendwie bin ich noch nicht mit der Steuerung warm geworden. Da sind wirklich zwei. Fuck. Voll in den Arm. In den... Ist es schon. Oh. Tschüss, Mann. Und tschüss. Nein. Na? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das gut ist, wenn man die hier versteckt. Scheiße, ich glaube, da oben ist noch einer. Fahren wir hoch oder es regnet, aber egal. Wir wandern hier so dumm durch die Gegend, ey. Oh shit, da ist noch was. Egal, lass mal den Typen da hinlegen. Na, solange er schläft, werden sie erstmal keinen Verdacht schöpfen. Ach, da kann man raus. Blinken macht mich jetzt wenig. Warte mal. Der pennt ja eh fast. Mal war das... Mit dem passt was nicht. Ich weiß schon, was mit dem ist. Der stinkt nämlich, der Kerl. Aber den sehen wir, glaube ich, später nochmal. Später im Verlauf des Spiels. Na okay, im Verlauf dieses Tanker-Dings, glaube ich, oder? Hier ist niemand. Warte mal, nochmal zurück. Wird, glaube ich, nichts schaden, wenn man den mal einschläfern, weil es blinkt immer so. Seht ihr das? Das Blaue, dieses Sichtfeld vom Gegner, es blinkt immer nur kurz auf bei dem, weil der immer am Einpennen ist. Toll. Das geht gar nicht. So. Jetzt gucken wir nach oben nach. Oh, da ist, glaube ich, gar nichts, oder? Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir aber rein. Deck B, Cruise Quarters. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier... Snake! Doch in die richtige Richtung. Ich muss immer in die Richtung drücken, wo der... Kommt der hier hoch? Nein. Ganz schön gefährlich. Hm?
Gut, hoffentlich hat er uns nicht nichts verraten. Anscheinend nicht. Jo, so müssen wir uns hier rumschleichen. Den packe ich mal. Oh, da ist ein Schrank. Oh, da ist sowas drin und das können wir nicht nehmen. Egal, ich hoffentlich kann ich den da reinpacken. Jo, geht. So. Jo, denkt jetzt nicht, das Spiel ist immer so oder so. Oh, langweilig. Erschießt du mal jemanden? Okay, ich hab sie erschossen. Oh, was mache ich denn? Was macht er da? Fuck, ey, jetzt hat uns... Scheiße, und jetzt können wir natürlich nicht sehen, wo die Typen sind. Oh, scheiße, ey. Kann doch nicht sein, oder? Fuck. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis dieser Balken da unten abgelaufen ist. Dann verschwinden die, glaube ich, wieder. Ist halt ein wenig scheiße, wenn man entdeckt wird, dann ist halt die Karte weg, ne? Dann weiß man nicht, wo die kommen, wann die kommen und wie viele es sein werden. Natürlich hätte ich gleich hinrennen können und dem mal kräftig. Aber die haben ja gesagt, es sind nur 18 Mann oder so. Aber hier kommen eindeutig mehr. Das Angriff sofort zurück. Bleibt wachsam. Gut, jetzt hauen die ab. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich mache den Part natürlich wieder eine halbe Stunde. So, es geht voll aufs Maul, der Kerl. Tschüss, Mann. Na? Na, egal. Bist du doch eigentlich pennen, oder? Oder Mann. Oder sitzen. Wahrscheinlich dauert es wieder ein wenig, ne? Ne, der wacht gleich auf. So. Weil da sind immer so Sternchen um seinen Kopf und wenn die weg sind, dann steht der Bubi wieder auf. So, den verfrachte ich mal dahin. Ah, fuck ey. Oh, ich hab was gefunden. Wir gucken uns hier noch wegen um. Da komme ich rein. Deck A. Oh Gott, war ich da nicht schon? Scheiße, jetzt ist der natürlich wieder fit, ne? Ne, der pennt noch. Weil die anderen pennen nämlich nicht mehr. Oh, Snake, was machst du denn? Jetzt gesperrt, nein! Eigentlich ist das hier der
Ja, das ist der einfache Weg und eigentlich muss ich hier lang und hier hoch, weil oben ist nicht gesperrt. So. Dexi, wir müssen nämlich ganz nach oben. Jetzt kommt schon wieder was. Das ist alles so aufgebaut wie so ein Tutorial. Kameras. Die ist halt von Punkt zu Punkt immer wegen anders halt so. Da wirst du dann ja auf Kameras vorbereitet und sowas. Ich meine, das ist jetzt eine Standkamera, die bewegt sich nicht. So, die hat nur einen gewissen Punkt im Blick. Na. Ich guck mich da hinten mal um. Hier scheint es nur das zu geben. Muss doch irgendwas sein, oder? Ach, das ist die Treppe, die versperrt war. Und da oben ist wahrscheinlich gleich das Deck D. Schon wieder Besatzungsquartiere. Holy shit. Warte mal. Kommt der nochmal? Also da drin links ist eine Kamera, das sieht man ja, dieser kleine Punkt da. Oh, die hat einen üblen Radius. Ja, okay, ein Viertel. Deckt sie ab. Ach, wieso legst du nicht jetzt mit Snake? Wow! Tschüss! Das war nicht gewollt. Jo, das war jetzt unabsichtlich. Wir müssen nämlich aufpassen, dass der uns nicht sieht. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right. And they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. So, der Typi müsste gleich hier vorkommen. Oh, ist der schnell unterwegs. Erwische ich den? Nein. Ja, jetzt muss er da noch reingucken. Weil wenn wir uns da hinten versteckt hätten, dann hätte er... Voll erwischt. Kann ich das hier nicht gleich kaputt machen? Ne, wir machen das mit mal den Löschgas hier. Ja, jetzt kann man... Jetzt könnten wir hier... quasi... unten durch. Die kann ich glaube ich nicht kaputt schießen, ne? Oh, nein. Ich will aber jetzt wissen, was hier ist. Genau. Eine Box. Die ist voll cool. Jetzt kommt doch gleich einer zum Üben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der... Wir können auch hier rausgucken. Ich weiß jetzt gar nicht, der läuft hier glaube ich auch rum, ne?
Der will hier pennen, ey, ohne Scheiß. Ich muss jetzt seit 20 Minuten auf? Shit. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist der eingepennt, ey. Ich drehe am Rad. Wir stehen jetzt direkt neben ihm. Na? Oh shit. Tschüss. So, wir müssten hier unten durch können. Oder ab. Aber wir gehen hier hoch, natürlich. Boah, der hätte uns beinahe noch gesehen, ey. Da sind wir jetzt auf der Brücke. Und es ist ein entsetzlicher Ort. Helikopter. Oh, noch mehr Typis. Also waren die anderen bloß die Vorhut. Na, mal gucken. Snake, did you find out where that ship is headed? No, looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project. Which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the hold to locate the actual metal... Könnte interessant werden. Na komm, dreh schneller, Snake. Shalashashka has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secure. Infrared sensor placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. Death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me that you would leave the
Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with a unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. I said to move. Americans. So you ship women too? I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. Brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. So, Leute, und scheiß Ansicht. Ja, wir befinden uns hier gerade im ersten Bossfight, wenn man so will. Gegen Olga Gulukovic. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit was my life, my family. Alles klar. We've shared all the bad and all the good. So, jetzt muss man die natürlich irgendwie erwischen. Ja, nicht so. Noch nicht so. Na. Ah, ich hab's erwischt. Ach, das ist natürlich scheiße. Ach, scheiße, Mann. Ich darf mich nicht dauernd erwischen lassen. Ich muss los. Ich muss nämlich die untere Anzeige von ihr schwächen, also habe ich den gar nicht erwischt. Jetzt habe ich es erwischt. Ah, jetzt dann wurde weg. Ach komm! Volles Gesicht. Scheiße. So, das müssen wir mal loswerden, sonst... Ja.
So, das müssen wir auch loswerden. Und... Alter! So, jetzt haben wir sie gleich, jetzt haben wir sie gleich. Na komm. Oh, die ist schon voll langsam. Alter! So, wir heilen uns nochmal. Na? Ach, fuck. So, jetzt noch einmal. Ist die Scheiße zu erwischen, ey. Das ist gar nicht so einfach damals. Jo. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich? One of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't going to be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out, then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister. A stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emery? Yeah. It just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Jo, Leute, jetzt haben wir eine neue Waffe. Aber keine Munition. Ja. Okay. Dann werde ich jetzt mal speichern und den Party beenden und... Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen und... Ja, wir... Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part, denke ich. So. Jetzt erzählt uns natürlich Odeka noch einen Witz, glaube ich. Okay, there's a saying that goes, even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish of the deeps.
The lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding. And so did a bird that got high on something. Probably fermented fruit. Okay, you say so. I do, Snake. Don't take unnecessary risks just because you're greedy for more items. Remember the Deep family's fish. Jo. Denk an den Fisch. Also, bis zum nächsten Part, Leute, ne? Und ciao.